bap, da 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 da. Vending Machine Business Simulator Demo. Ja, damit herzlich willkommen auf dem Kanal Erklärung und meine Wenigkeit ist der Harderdien, dass das, ja, schöne Spiel dazu. Vending Machine Business Simulator. Bus Simulator, haha. Spiele ich nie wieder, kam extrem schlecht an auf dem Kanal, weil das Spiel wahrscheinlich auch scheiße war. Keine Ahnung, ich habe nie Bus Simulator gespielt, ich habe es gesehen und habe gedacht, ey, komm, das machst du mal. Aber entweder fanden die Leute mich scheiße oder das Spiel, ich weiß es nicht. Schreibt ja auch keiner drunter, wenn er 20 Daumen nach unten gibt, ne? Aber das hat auf jeden Fall einen massiven Daumen nach unten Hagel verursacht, das Game. Wahnsinn. So, ruckeln wir uns schon mal durch die ersten Bilder. Oh ja, du Heilige. Okay, verwendet den Computer, wie immer. Es ist immer der Computer. Was würden die ohne Computer machen, Alter? Oh ja, die Kohle, Alter. Nehme ich. Was ist denn jetzt? Geldzähler verwenden, eh. Aha, okay. Ja, Computer. Eh, so. Nimm eine Aufgabe in Job-Apps an. Job-Apps. Verteidige den Automaten, repariere den Automaten oder lege 6 Wasser in den Automaten. Achso, das geht gleich einfach los, oder was? Bringt 38 XP. Ja, ich mache ja... Okay, achso, Job annehmen, ja. Der Standort des Automaten wurde auf der Karte markiert. Schön. Auf geht's. Wie komme ich raus? Escape. Nice. Aha, okay. Lässt mich ein bisschen allein das Spiel hier, ne? Hallo Polizei? Wow, what? What the fuck? Hä? Wer? Hä? Alter, wer hängt sich denn so ein Bild in die Wohnung, Alter? Ja, okay, aber ganz ehrlich, jetzt, ohne Scheiß, Hand aufs Herz, würdet ihr euch so ein Bild in die Wohnung hängen? Hä? Nee. Ey, nee, Alter, Leute. Es ist sowieso eine relativ lieblose Wohnung, aber gut, das willst du machen. Wir haben auch noch kein Geld wahrscheinlich. Darf ich jetzt verlassen? Betrete die Marker-App. Achso, okay. Automaten-App. Ist das das vielleicht? Nee. Hä? Achso, ich muss jetzt bestimmt erstmal Wasser kaufen, ne? Oh. Ach du Heilige. So, kaufen. Ja, kaufen. Warum geht's nicht? Warte mal. Bestellt 61, Versand 2 Dollar, Gesamt 63. Wie viel habe ich denn? Wo steht denn das? 50 Dollar, scheiße. Wie soll ich... okay. Kaufe eine Kiste Wasser. Ach, das ist eine ganze Kiste. Ach so, okay. Ja, dann machen wir eine Kiste, okay. Hab ich. So. Okay. Es ist ein bisschen durcheinander, also ein bisschen ungewohnt hier. Da ist der Automat, den sehen wir schon mal. Nehmen Sie das von Ihnen gekaufte Produkt vom Erdgeschoss. Laden Sie es in den Kofferraum Ihres Fahrzeuges und steigen Sie in Ihr Fahrzeug ein. Okay. Ah ja, guck an. Muss aber auch mal einer aufräumen, du. Sieht aus wie beim Klunker zu Hause, ja. Im Treppenhaus. Obala. So, Bestellungen. Sie können auf Ihren gekauften Bestellungen im Erdgeschoss des Apartments finden. Transport laden Sie und so weiter. Haben wir ja gerade gelesen. Danke, dass du das nochmal erklärst, mein Bruder. Guck mal, da wird es einfach lieblos hingeschmissen. Das ist klassisch Amazon. Was willst du machen? Da ist mein Pickup. Was soll ich auch sonst haben? Jo. Nice. Auf geht's. Oje, ich Auto fahren in Simulatoren. Kann ich die Grafik... Ah, ich liebe es, danke. Sehr gut. Was jetzt? Gehe zum Verkaufsautomaten, bei dem die Aufgabe angenommen hast. Da oben ist er, der Kollege, und ich bin natürlich ganz unten. Wie fahre ich denn? Vorsicht. Wollte ich jetzt mal probiert haben. Ist aber halt kein GTA, ne? Eieiei. Ich habe den Ton laut gemacht. Ich möchte es wieder dazu sagen, ne? Aber ich kann es nicht ändern. Kann ich hupen? Okay, gehe Slow-Mo. Slow-Mo. Da drüben wäre er gewesen, warte. Oder? Ja. Ja, okay. Schnauze, Mensch, ich muss zum Automat, Junge. Ich muss zum Automat. Automat. Ey, das ist doch. Da ist er. Da ist mein Automat. Vor allem, da steht schon eine Polizei, Alter. Was? Hallo? Könnt ihr bitte mal eingreifen? Was macht die Kickbox-Training oder was? So, verteidigen. Tun Sie alle notwendig, um den Kunden den... Okay. Kriegen wir hin. Warte doch mal. So, jetzt. Ich möchte, dass Sie da bitte aufhören. Bitte hören Sie auf damit. Sie großbrüstige Frau. Du sollst aufhören.
Alter. Okay. So. Kriegst du auch eine, Junge, das sag ich dir. So, machen wir los. Moin. Automat hat kein Wasser mehr. Verteidige den Automat, hab ich gemacht. Tür öffnen. Ist noch ein Haufen Wasser drin. Obala. Jetzt hab ich gleich das ganze Paket reingetan. Warte mal. Hä? Okay, aufheben. Platzieren. Drehen. Okay. Ach so, das. Okay. Musst du das so platzieren oder was? Nee. Hä? Nehmen Sie den Automaten und interagieren Sie mit dem Bildschirm oben rechts. Hoppala. Um ihn zu reparieren. Ja, okay. Kann ich den Zettel wegmachen? Nee. So. Das ist dein Ernst? Wieso? Ich hab doch. Nicht mal das kriege ich. Kann nicht mal eine Zahlenreihenfolge eingeben, Alter. Dann wollen die mich ein Automat reparieren lassen. Na, warum nicht? So, läuft wieder da, Laden. Das hätten sie auch selber hingekriegt. Stellen Sie 6 Flaschen Wasser in den Verkaufsautomaten. Habe ich das nicht gerade gemacht? Warte mal, ich weiß halt nicht, wie. Ich hätte vielleicht doch durchlesen sollen. Nee, macht er nicht. Tastenanzeige verschieben. Okay, warte mal. Nee. Ah, das ist wieder. Achso, okay. Wie mache ich denn das? Hä? Das ist irgendwie komisch. Vor allem, ich kann Haufen Pakete rausholen. Aber ich kann keins reinstecken. Ach, warte mal, geht das so vielleicht? Produkt platzieren, Linksklick. Hä, und was mache ich gerade? Weil jetzt rein Linksklick, oder? Boah, Alter, das ist, ja. Ach, warte mal. Ja, okay, ich hatte den falschen Karton. Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihren ersten Aufgabe abgeschlossen. Erledigen Sie noch ein paar Aufgaben, um Ihren ersten Automaten zu kaufen. Kaufen Sie einen Automatenstandort und stellen Sie den gekauften Automaten am Standort auf. Drücken Sie für die Karte M. Mach zu, die Hütte. Bin gleich fertig. So. M, okay. Sweet Salty Shop. Company Corner. Okay, aber ich soll ja eigentlich noch mehr Aufgaben annehmen, oder? Bite Me, ist auch geil. Choo Choo Train, okay. Kann gekauft werden, aha, okay. Da unten kann man den kaufen. Kann auf Stufe 24 gekauft werden. Ach du Heilige. Officer. Officer, ich habe ein Problem. Ich möchte mal was fragen, bitte. Scheint da jetzt einer. Gut, okay. Ja, na gut, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich... Wir haben $55 verdient. Und hier unten ist mein Haus. Dann fahren wir nochmal zurück und nehmen noch eine Aufgabe an, würde ich sagen. Ne? Bleibt doch nichts anderes übrig. Jetzt habe ich das markiert auf der Karte, aber... Sieht nicht schlecht aus. Muss man ja auch mal was Gutes sagen. Ne? Sieht nicht schlecht aus. Oh, Polizei. Vorsicht! Vorfahrt beachten, Herr Polizist. Dachte vielleicht, da war ich weggesperrt oder so. Okay, man sieht aber das Symbol dort unten. Okay, nice. Oh ja. Driften. Oh, nice. Ja, ja, gut. Aber die Wasserflaschen halten erstaunlich gut in meinem Fahrzeug. Mensch, Junge, hast du gesehen, dass ich rum will? Da musst du mal rüberfahren, ey. Mein Gott, ey. Könntest denken, bist hier in Deutschland, ey. Wirklich. Okay, mein Haus. Jo, Augen steht. Ja, ich muss immer ein bisschen Spaß machen, Leute. Nehmt's doch bitte nicht übel. Es ist doch auch... Es wäre doch langweilig. So, da wo es nicht mal hochgeht, da ist meine Wohnung, ne? Das haben wir gemacht, okay. Zu und nochmal Jobs. Ach du Gott im Himmel. Gibt 15 XP, 14, 12, 33. 26, 47. Oha. Ja, mache ich. Sofort. Der Standort des Automaten wurde auf der Karte markiert. Danke.
Wir nehmen jetzt einfach alle an. Ich weiß jetzt schon, dass das ein riesen Fehler ist. Aber was soll's. Wir wollen auch ein bisschen was zu tun haben, Leute, ne? Auf geht's. Scheiße, wo war jetzt die Tür hier? Okay. Kann ich was essen oder so? Nee, schade. So, raus hier. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich hätte warten oder irgendwas auffüllen müssen, aber... Naja gut, auch egal. Okay, ach guck mal hier, drüben ist gleich der Erste. Na, siehst du, da war das doch gar nicht schlecht. So, was hat er, der Kollege? Reparieren, mach ich. Reparieren wir den Automat. Okay, Minispiel. Okay, aber coole Ideen, muss ich echt sagen. Ist nicht schlecht gemacht. Ist eine nette Idee. Ist eine nette Idee, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir ganz gut. Leute, ich habe vorhin ein Spiel gespielt mit Zombies. Das wollte ich eigentlich aufnehmen. Aber, also, boah, es gibt manchmal so Spiele auf Steam. Das kannst du aber auch nicht, das kannst du nicht machen einfach, ne? Da bin ich jetzt echt froh, dass das wenigstens halbwegs funktioniert hier. Vorsicht. Harle kommt, der Automaten-Boy. Oh, Vollbremsung. Da war er doch schon. Alter, ich muss unbedingt meine Bremsen reparieren lassen, sobald ich wieder zu Geld gekommen bin. Stopp und einmal aussteigen bitte. So, Automat, was hast du, mein Kollege? Legen Sie 7 Wasserautomat in den Automat. Mach ich. Wasser habe ich rein zufällig tatsächlich dabei noch. So, bald auf hier, wo ist Wasser? So, haben wir auch gemacht. Schön, wieder ein bisschen Kohle verdient. Nice. Bapp. Und weiter geht's. Mit der wilden Reise der Automaten. Fahren wir einfach außenrum gleich, ja. So, Alter, einfach. Obwohl, es war aber kein so großer Fehler, wie ich dachte, weil ich dachte erst, du erkennst es dann nicht mehr. Alter. Oh, guck mal, nicht schlecht gemacht, ne? Guck mal, nirgends vorangefahren. Was willst du noch sagen, ne? Was kannst du nicht lernen? Das kannst du nicht lernen. Ich habe gedacht, das überfordert mich dann oder es wird nicht mehr richtig angezeigt, aber ich teste die Simulatoren auf Herz und Nieren, ne? Aber das scheint wirklich zu laufen, das Ding. Was, legen Sie 5 Wasser ein, reparieren Sie den Automat. Mach ich. So, wieder Zahlenfolge. Ja, das ist eigentlich, musste das im Kopf haben, solche Codes, ne? Als Automatenreparateur. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch habe, Wasser, aber... Nee, das machen wir nicht wieder. Hier oben. Oh, da war ich jetzt ein bisschen zu schnell, glaube ich. Okay, also, guck mal, das wird sogar angezeigt. Du hast aber einige Wasser. Also mit einer Kiste kommst du aber echt weit. Das finde ich nicht schlecht. Das finde ich nicht schlecht. Weiter geht's zum nächsten Automat. Leute, schreibt's mal in die Kommentare bitte. Was ist denn das für eine Meterangabe? Vorsicht. Oh, das war knapp, du. Was heißt denn... Ach, Yard bestimmt. Okay. Yard. JD. Aber wer macht denn... okay, keine Ahnung. Oh, ein Cappuccino-Automat. Geil. Oh, was hast du hier, Kollege? Was ist los hier? Was hast du für ein Problem? Wo klemmt's hier? Gucke. Wir müssen einmal das drücken. Das. Und das hier. Läuft wieder der Laden. So. Gebt wieder Kaffee, Leute. Können wir euch wiederholen. Frisch gepresster Arabica-Kaffee. Jetzt haben wir noch 2 Stück. Das sind wir schon durch. Nice. So. Oh, würde man sagen, erfolgreicher Arbeitstag. Hallo. Ja, ich war auf der falschen Seite. Okay, aber da kann man ja selber auch mal ein bisschen mitmachen, oder? Wir sind ja hier schließlich in der Aufnahme. Ich bin ja hier nicht irgendwer, ne? Mensch, ey. Kannst du nicht machen. So. Ich habe geblinkt, ne? Nicht, dass jemand aufregt. Ich kann nicht blinken. Guck mal, hier gibt's wieder Klappe hier. Da bin ich dabei. Alter, Polizei. Alter, sofort raus. Sofort raus. Das ist mein alter Automat hier. Okay. Da steht ein Fahrzeug auf. Achtung. Okay. Alter. Voll dagegen gerannt. So. Nice. Ja, ich muss ein bisschen Spaß machen, aber das Spiel läuft gut. Das kann man echt nicht sagen. Aber da fehlen noch 4 Wasser, okay? Die haben wir noch. Alter, das Geräusch war gruselig, ne? Das Geräusch war gruselig. Hier ist alles voll mit Wasser. Dum, dum, dum. Wieder Kohle. Das war warte mal. Gewinn bringt der Automat. Kann ich denn die Kartons? Jo. Weil ich weiß ja gar nicht, was drin ist. Okay, das ist aber cool gemacht. Ja, ein bisschen aufräumen hier. Eins für die Polizei auf jeden Fall. Das Geschenk des Hauses, ne? Kannst behalten.
Wir sind ja Kumpels. Ja. Ja, ich finde es schon faszinierend. Also da musst du auch erstmal. Da musst du auch erstmal drauf kommen, so ein Automat zu verkloppen, während ein Polizeiauto daneben steht. Ne? Das musst du auch erstmal drauf haben. Das muss man auch fairerweise sagen. Also der Junge hat Eier. So, da haben wir dann den letzten Auftrag, den wir machen müssen. Und dann könnten wir einkaufen, theoretisch, weil wir haben ja dann ja, haben ordentlich Kohle gemacht, ne? Da kommst du echt weit mit so einem Päckchen Wasser. Nicht schlecht. Da ist doch schon wieder jemand. Schau mal hier. Ha ja, tja. Da Karate könnt ihr alle, ne? So. Kann ich sein, ey. Rapperin der Automat. Okay, mach ich. Oh Gott. Okay, aber gibt es so kleine Minispiele? Das finde ich nicht schlecht. Das sagt zwar immer selber, aber ne, es ist ganz okay gemacht. Jetzt haben wir alle Aufgaben abgeschlossen. Nice. Jetzt können wir mal gucken, wo war da zu kaufen, der Automat. Nur hier unten, der grüne, ne? Snick Snack. Ja. Was habe ich denn überhaupt von Level? Klar, direkt bei meiner Haustür. Warum auch nicht? Level 1. Ach so, oh Gott, um Gottes Willen. Das dauert noch. So, da hinten ist es. Los geht's. Kann man auch mal so fahren, komm. Es geht. In so einem Spiel geht das mal. Moin. Grüße, Nachbar. Ich habe die Einfahrt verpasst. Oder, nee, ich glaube, ich kann glaube ich, sogar noch eine weiterfahren. Jawohl, naja, gut. Okay, fahren wir eine große Runde. Komm, was soll's. Was soll der Geiz? Wir haben gerade Geld verdient. Können wir auch ein bisschen Sprit rausblasen. Egal. Schön auf der Gegenfahrbahn fahren. So. Moin. Jetzt gucken wir hier mal, was gekauft werden kann. Kann ich das Gebäude kaufen? Ah, okay. Cool. Okay, jetzt haben wir den Auto, jetzt haben wir den Standort gekauft von dem Automat. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Und jetzt muss ich mir sicherlich einen Automat snacken, ne? Wo bin ich denn jetzt? Oh. Mann, du, ey, der Harle, ey, wirklich. Ich fahr doch lieber wieder so, da sehe ich mehr. Vorsicht! Sch, mach mir keine Kratzer in mein Auto, ey. Und rückwärts. Wer wohnt denn aber auch so? Ey, guck mal, FedEx. Grüße. Kann ich eigentlich auch hier? Ah, nee. Nee, ich muss, glaube ich, sowieso hier in den Eingang rein, ja. Boah. Hotdog, da nehme ich jetzt, da würde ich einen nehmen jetzt. Ja, der sieht auch nicht mal so gut aus, so alles grau und so. So, Moinsen. Ah, da muss ich, gibt's ja keinen Fahrstuhl, ey. Ja, gucke. Geht natürlich nicht. Wir wollen ja sportlich bleiben, ne? Muss ja auch ein bisschen fit bleiben. Das ist so das Training, weil der auch die Leute verkloppen muss. Muss da auch fit bleiben. So, pass auf, jetzt haben wir hier Rechnungen. Ja, habe ich keinen, ist klar. Jobs. Oh Gott. Markt. Ne, wollte ich jetzt auch nicht machen, weil ich will jetzt mal ein Automat kaufen. Oh, das ist aber schade. Warum kann ich kein Automat kaufen? Kann auf Stufe 2 gekauft werden. Ach, muss ich auf Stufe 2 machen. Muss ich auch die ganzen Dinger abarbeiten. Guck mal, haben wir noch ein Lager. Okay. Oh, na gut, dann machen wir Jobs. Wasser. Gut, ich muss mal durch, nicht, dass ich was anderes brauche. Wieder Wasser. Okay. Ja. Aber kann ich nicht gleich alle annehmen? Das ist doch nervig, ey. Also alle mit einmal annehmen, meine ich. Ich kann ja alle annehmen, aber nicht mit einmal. So, so, so und so. Jetzt haben wir wieder alle. Jetzt würde ich aber gerne nochmal Markt und nochmal. Da muss doch nochmal einmal Wasser kaufen, glaube ich. Ja. Dankeschön. Seizure ist Seizure. Das Bild macht mich fertig, ey. Wer macht wer, wer? Schlafen, um den neuen Tag zu beginnen. Okay. Gesamtpunkte 0. Ne? So nice. Ja gut, Gesamtausgaben fürs Wasser, ne? Oh, so, auf an den neuen Tag. Ist jetzt meine Aufgabe noch da? Oder sind die alle weg? Ach, guck mal, scheiße, die sind alle weg, ne? Ah, blöd. Ich glaube, die sind alle weg jetzt. Aber ich musste ja schlafen.
Oh, echt jetzt. Warte mal. Gummibärchen. Also geht's nämlich schon los. Habe ich nämlich nicht. Kekse. Salzcracker. Kekse, Salzcracker, Gummibärchen. Kekse, Salzcracker und Gummibärchen kaufen. Okay. Okay. Na dann. Kekse. Gummibärchen und einmal Salzcracker. So. Dankeschön. Und los geht's. Jetzt können wir losstarten. Hier rum. Ich setze es aber auch. Was eine Hütte, ey. Kann ich gleich hier runterspringen? Nee. Okay. Kann ich mehrere stacken? Ach, kacke. Okay. Ja. Hau rein. Kann ich eigentlich die Heckklappe aufmachen? Ah ja, cool. Cool, cool. So. So. Wasser haben wir ja eigentlich noch, aber wir nehmen trotzdem auch noch Neues mit. Wozu brauchst du eigentlich ein Lager? Da kannst du eigentlich alles im Haus lagern, oder? So, schön drauf auf dem Pickup. Ich finde es cool, wenn das so geht. Das gefällt mir eigentlich. Aber es gibt eben viele Spiele, wo es dann runterbackt. So, und wieder los. Die wilde Fahrt. Gleich hier um die Ecke der erste. Okay. Achtung, Automaten-Jürgen ist wieder unterwegs. Ja, und fährt direkt am ersten Automat vorbei. Das ist mal Arbeitsleistung, sag ich mal, ne? Da ist doch... Was ist denn mit den Leuten nicht richtig, ey? Die sind ja aggressiver als ich. Mensch, da, was soll das... Hier, bitte verlassen Sie den Automat. Ja? Tu alles, was nötig ist, stand da. Meine Fresse, ey. Du musst ja auch mal ein Statement setzen, ja. Ja, kann ja nicht sein. Müssen wir mal warten, bis es eingerastet ist und dann geht's weiter. So. Und der möchte jetzt Salzcracker. Hallo? Gummibärchen und. Ja. So, drei Salzcrackers. Das war auch nicht viel, was er da reinmacht, ne? Kann ich die Klappe öffnen, während ich eine Kiste in der Hand habe? Nee. Dann brauchen wir das. Nein! Wo ist die Kiste? Mach jetzt keinen Scheiß. Wo hat er jetzt die Kiste hingetan? Hä? Das ist ein bisschen doof. Die hab ich mal blöd hingestellt. Da weiß ich gar nicht mehr. Muss ich dann mal anders machen. Nein! Aber was macht er denn? Hier steht doch platzieren. So. Okay. Dann müssen wir mal sehen, dass wir die... So. Mensch. Okay, ich hätte doch die Heckklappe aufmachen sollen. So. Mach mal auf jetzt das Ding. Ja. Kannst ja nicht mehr angucken, ey. So, jetzt leg das mal ordentlich rein. So, Dankeschön. Jetzt haben wir nämlich noch Gummibärchen. Wo sind Gummibärchen? Hier oben. Aber wir haben einen Karton eingebüßt. Das ist scheiße. Glaube ich zumindest. Da ist Wasser. Ja klar, wir haben den Wasserkarton eingebüßt. Ah, wieder mal das Wasser. Vielleicht komme ich da noch ran. Aber das ist schwierig, weil du... Da hinten ist er. Ja, okay, habe ich. Oh, Gott sei Dank. Gut. So, das haben wir abgeschlossen. Dann stellen wir das Wasser mal auf das Wasser. Ganz klar. Das muss auch noch wissen. Weiter geht's. Das hat uns ein bisschen Geld gebracht. So, pass auf, jetzt haben wir hinter uns 19, also mein Haus. Ja, arbeiten wir die erstmal ab. Vorsicht. Ich finde es gut, die kannst du nicht treffen. Nur die, die Stunk machen, die kannst du auch überfahren. Ist auch fair, finde ich. Ja, also wenn die gegen dein Automat kloppen. Der ist mir zu stark, das. Vorsicht. Ich. Jetzt tu aber den Fußball aus dem Automat raus. Tu bitte den Fuß aus dem Automat, ne? Ist doch keine Sache. War dann wieder schön kaputt getreten. Wie so ein bisschen, auch so ein bisschen Gehirn spielen, ne? So, läuft er wieder, der Laden. Weiter geht's. Moin. Ich repariere Automaten. Okay, nächster rein. Vorsicht, ich muss abbiegen. Oh, Alter, die Bremse, ey.
Junge, Junge. Jetzt haben wir hier vorne einen noch, okay. Moin. So. What, das, ich wollte gerade sagen, das war mal gut, aber dann bin ich gegen die Mülltonne gefahren. Naja, okay. So, was fehlt hier? Woran fehlt hier? Erstmal ist er kaputt wieder. Alles sind kaputt. So, da läuft wieder. Dann braucht der Wasser. Das finde ich cool gemacht, dass das dran ist. Ne, warte mal. Entschuldige bitte. Wasser und Gummibärchen. Okay. So. Gummibärchen. Ne, das waren keine. Und das Gummibärchen? Ja. Dann muss man gucken, wo der Aufkleber ist. Da. Okay. Jetzt brauchen wir Wasser. Nehmen wir gleich die neue Kiste, dass die offen ist. Hops. Be water, my friend. Be water. Verkaufsautomaten Standort. Jeder Verkaufsautomaten benötigt einen Platz. Markieren und kaufen Sie den verfügbaren auf der Karte. Verkaufsautomaten. Bestellen Sie Ihren ersten Verkaufsautomat über den Markt und laden Sie ihn in Ihr Fahrzeug. Gewinn erzielen. Stellen Sie den Verkaufsautomaten auf und beginnen Sie mit den Produkten zu füllen. Vergessen Sie nicht, die Preise für Ihre Produkte festzulegen. Sehr schön, jetzt geht's nämlich los. Okay. Ich finde das aber cool gemacht. Also es ist eine coole Idee. Kenne ich so auch noch nicht. Schreibt's mal rein. Aber ich kenn's nicht. Ich habe den einen oder anderen unserer Abonnenten, Kollegen, der ist ja tatsächlich auch, oder die gucken sich gerne bei uns die Simulatoren an. Wobei immer viele, wie gesagt, sich aufregen, wenn man die nicht ordentlich spielt. Ne? Aber wie gesagt, es ist halt ein Spiel. So. Und ja, man kann das wieder Bier ernst sehen, aber ich bin halt der Meinung, also ein bisschen Spaß musst du schon haben. Ansonsten ist auch langweilig, ne? So, man muss es nicht völlig zur Sau machen, aber so ein bisschen ein paar kleine Gags geht schon. Deshalb seht's mir nach, bitte. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß beim Zusehen und euch macht's Bock. Grüße gehen raus, Klunker und Sofa natürlich. Weil die gucken immer gern Simulatoren bei mir, weil ich dann nur Scheiße baue. Also es gibt so Simulatoren, die zwingen mich zu gewissen Dingen. Und da schmeißt halt auch das 20. Mal dann so einen Wischeimer um, ne? Das muss man auch mal sagen, ja. So wie das klingt, es klingt ein bisschen wie Elektroauto. Pass mal auf, ich wollte jetzt eigentlich mal das Feld von hinten aufräumen. Ich mache trotzdem die Aufträge noch, damit man die Kohle noch abhamstern, weil wäre blöd. Jetzt haben wir es ja angenommen, alles, das machen wir es auch. Wir haben auch alles dabei, ne? Aber ich finde das cool, dass du die Standorte kaufen kannst. Stellst dir Automaten auf und profitierst dann davon. So. Automat kaputt. So, wieder der Mastercode. Zack. Läuft wieder. Zu bitte. Nächster. Heute fahre ich mal als Beifahrer mit. Macht Spaß. Okay. So, warte mal. Da haben wir da hinten noch einen. Und war nicht jetzt hier vorne auch noch einer? Oder habe ich einen übersehen? Warte mal, hinter mir. Okay. Dann müssen wir erstmal den machen. Machen wir erstmal den. Ist ja kein Problem. Machen wir den. Ist kein Problem. Nee, ey. Die Kamera muss schon so bleiben. Pass auf, jetzt kommt's. U-Turn, Baby. Wow. Wow. Schön von Polizei. Erstmal schön U-Turn hingelegt. So. Und raus. Oh, geil. Ein Bürgerautomat. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das gibt's auch nur hier, ne? So. Läuft. Aber. Der ist doch leer, oder? Ne, drei Bürger sind noch drin. Okay. Ja, mach zu. Fertigbürger im Automat, das ist auch geil. So, jetzt haben wir nämlich hier hinten noch welche. Zwei Stück und dann haben wir es geschafft. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen Kohle verdient. Also von 77 auf 160 bis jetzt sind knapp 100 Dollar. Ist jetzt nicht viel, kommt aber auch drauf an, was kostet mich jetzt der Automat und so weiter. Ne? Also der Automat und was investierst du da erstmal? Oh, Alter, das war nice gemacht. Da war ich jetzt begeistert von mir selbst. Vorsicht, bitte. Ich fahre wie ein Henker. So, jetzt hier rum. Opa. Wieder keine Musik bei dem Spiel. Ist schade. Könnte man einfügen. Aber gut. Die Geräusche sind okay. So, was fehlt dir, mein Guter? Gummibärchen. Und natürlich ist er kaputt. Sind die Gummibärchen alle? Ist auch alles kaputt. Nein. Einrasten. Zack. Das haben wir. Gummibärchen. So, da kriegst du welche. Da muss ich jetzt auch überlegen. Das waren keine. Was denn jetzt? Geht das die Welt unter, oder? Hier ist Gummibärchen, glaube ich. Ah, das ist hell jetzt auf einmal. Da dum. Oder ist der Tag rum vielleicht? Kann auch sein. Ja, kann sein, dass jetzt Nacht ist.
Ja, aber einen habe ich noch. Geht das noch? Ja, den einen kann ich noch reparieren. Das machen wir auch noch. Komm. Dann schlafen wir schön. Und am nächsten Tag kaufen wir uns dann unseren ersten Automat. Das doch, das, der erste eigene Automat von Erklärungsnot. Was willst du mehr? Was gibt's da? Erklärbären. Ja, ja, okay. Ich sehe es ein. Der Wortwitz ist worden scheiße. Sehe ich ein. Junge, Vorsicht! Bitte verlassen Sie den Automat. Joja, das muss ich machen. Ich meine ja ganz ehrlich, die Slapstick, die da macht es auch nicht besser. So, einfach reparieren und jemanden verkloppen. Das haben wir gemacht. Das ist auch ein bisschen verwirrend alles hier. Piep. Und ready. So. 188 Dollar ist. Schön. Wenn die mich gleich anrufen würden, würden sagen, ey Mensch, Harle, der Automat ist kaputt, komm doch mal vorbei, mach das Ding wieder ready und tu ein paar Gummibärchen und Wasser rein, dann läuft das Ding. Weißt du, brauchst du nicht verkloppen. Alter. Okay. Oh nein, bitte nicht. Das war jetzt nicht geplant, ich habe gebremst, aber hat nicht gebremst. Okay, laufen wir halt nach Hause, was soll's. Oh. Er bewegt sich, vielleicht backt er sich los. Nein, Leute, das habe ich jetzt echt nicht mit Absicht gemacht. Ich habe gebremst um die Kurve, aber das Problem ist, die Bremse ist brutal verzögert. Ja, mach weiter so. Ja, ich habe mich noch nie so gefreut, dass jemand mich reinfährt. Aber das ist meistens so bei den Spielen. Kann ich das zurücksetzen? Warte mal. Ah ne, jetzt ist es, komm. Ja, komm schon. Back dich wieder los. Na los. Komm, fahr weiter einfach, dann haben wir's. Ärgerlich. Muss ich wirklich laufen, ne? Gefährlich. Sowas gefährlich solltet ihr nicht machen. Ohne Mist. Naja gut, was soll ich jetzt dazu sagen? Guck mal, da hilft mir. Der ist aber freundlich. Er hat es aber zumindest versucht, ne? Oh, Nissan Skyline. Das ist schon ein schönes Auto hier. GTR. Nice. Kannst du machen. Du fahr doch mal los jetzt, komm. Gib mir dein Auto einfach. Ich regle. Du musst einfach nur zurückfahren, dann haben wir's. Ach man, das ist zum Heulen. Polizei, kannst du bitte... Freunde und Helfer, siehst du das? Sag dem doch bitte mal, der soll einfach mal weiterfahren oder ein Stück zurückfahren. Officer? Boah, ihr habt ja geile... Das sind so Spinner-Reels, weißt du? Wo die Reifen sich drehen, obwohl du stehst. Das ist schon ein geiles Ding, so. Ist aber auch... Die haben auch die Ruhe weg, ne? Interessiert halt auch keinen. Kann ich den selber wegbacken, indem ich drauf springe? Manchmal geht das ja. Weißt du, das ist so eine riesen Kiste? Oder ist das, zählt das nicht als Gegen... Also, nee, es ist ein leerer Gegenstand. Weil du müsstest ja nur rumlenken, ein Stück. Wenn er jetzt einfach... Vorderradantrieb, hat dann auch sowas. Wenn er jetzt einfach ein Stück vorfahren würde, dieser Depp. Oh, du bist so ein Trottel, Alter. Okay, da muss man laufen. Es tut mir leid, ich hab's wirklich... Wirklich, das war nicht mit Absicht. Ich wollte um die Kurve fahren und hab, ja, gebremst. Aber da die Verzögerung musst du halt mit einplanen. Officer, hier. Können Sie mal helfen? Großer Unfall hier hinten. Mein Auto, Hallo? Ist ja eine Frechheit, Alter. Ja, sie machen es richtig, ne? Wenn du was willst, sind sie verschwunden. Ah, Harle wieder laufen. Ja, wir müssen auch fit bleiben. Wir müssen ja auch viele Leute verkloppen. Moin. Ich frage euch nicht mehr, es hat eh keinen Sinn. So, die Stadt der Polizisten irgendwie hier. Moin. Interessant ist, du siehst niemand an die Automaten, außer die machen die kaputt, ne? Hier da drüben zum Beispiel, da läuft ja wieder, ist ja grün, aber da ist keiner dran. Die gehen erst dorthin, wenn er kaputt ist. Hallo. Und dann kloppen sie noch weiter kaputt, ne? So, wir gehen mal schlafen, weil meistens haben wir ja dann, also bei manchen Spielen wird das Auto dann gerespawnt. Hoffen wir es einfach mal. Oh, gute Nacht. Oh, 270 XP, nicht schlecht. Oh. So, jetzt könnten wir mal, ja, ein Automat kaufen. Kaufen ab Stufe 5, aber das ist halt auch blöd, weil du musst ja erstmal gucken, was gibt's denn für 240. Kann ich mir noch gar nicht leisten, Alter. Okay, krass. Boah, schade. Muss ich jetzt noch mehr Aufträge machen. legen Sie Salzkräger, habe ich liegen. Erdnüsse brauchen wir noch. Erdnüsse.
Schokochips. Das kannst du ja gar nicht machen eigentlich. Ich weiß auch nicht, ob er das so macht, aber ich fahre doch nicht jedes Mal zurück und nehme dann einen Job an. Dann nehme ich doch gleich alle an. Also Erdnuss und Schoko-Dingsbums. Okay. Ja, da müssen wir noch ein bisschen aufmunitionieren auf unserem LKW. Oder beziehungsweise auf unserem Pickup. Einmal und einmal bitte. Zitronengums. Ne, die wurden aber gar nicht gewünscht, oder? Egal, wir nehmen alles mit. Ja, komm. Aber das investierst... Was? Schokochips, Drohnenkörper im Verkaufsautomat. Nee, den kannst du da rausnehmen. Kann ich mir nicht leisten. Boah, das ist aber schon bis... Da, okay, also bis du da aber mal ein Automat kaufen kannst, musst du schon einiges abarbeiten, ne? Jetzt können wir nur beten und hoffen, dass das Auto wieder da steht. Ansonsten habe ich echt ein Problem. Ach, scheiße. Das ist ärgerlich. Okay, pass auf. Nice. Danke, liebe Entwickler. Danke. Es tut mir leid, Leute. Das habe ich natürlich... Muss ich aber wirklich sagen, habe ich nicht erwartet, dass ein Simulator mir das bietet, dass ich mein Auto befreien kann. Das ist nämlich leider viel zu selten in so Spielen. Und dann hängst du mal dort wie so ein Depp und denkst, ach Mann, warum geht die Scheiße nicht? Nice. Sehr cool. Großes Lob. Also die haben schon damit gerechnet, dass der Harle spielt. Ja gut, das hätten wir jetzt natürlich eher sehen müssen. Haben wir jetzt ein bisschen Zeit verschenkt. Aber was soll's. Können wir uns mal die Stadt angucken. Ist ja auch nicht schlecht gemacht. Stage it up. Okay. Bisschen Werbeplakate hier. Es ist schon, an sich ist es schon nicht schlecht. Es ist immer, die Stadt wirkt ein bisschen leblos immer, ne? Aber. Oder die Städte an sich. Aber die Optik so ist ganz cool. So die Anspielung auf Jurassic Park habt ihr gerade gesehen da oben. Vendetta. Ja, alles klar. Oh nein, meine ganze Ware ist rausgefallen. Warte mal, ich muss meinen LKW wieder einräumen. Scheiße, wenn wir das jetzt eingebüßt haben, das wäre schlecht. Ich kann aber auch die Dinger nicht rausnehmen, irgendwie, dass man jetzt sagt, ja, kann ich drehen? Ja, genau, so kann ich es ja drehen. Okay. Aber es bringt ja auch nichts, die ordentlich einzuschlichten, weil du musst es ja eh wieder rausnehmen, ne? Wo sind jetzt die anderen Kartons hin? Ah, das ist bitter jetzt. Das ist bitter. Mensch, Leute. Ich muss doch mal kurz warten. Ich muss da erstmal sehen, wo meine Ware ist. Coming soon. Ach, guck an. Ah, schade, aber da haben wir jetzt natürlich ordentlich eingebüßt, ne? So eine Scheiße, ey. Mist. Traurig. Na gut, kann ich jetzt nicht ändern. Zwei, was kommt mal retten? Schade. Ja, da bremst. Ich drück Bremse. Gott, Alter, also das ist schon... Nee, komm, nicht nochmal, nicht nochmal. Was hupst denn du da? Ah nee, da hupt nicht gehupt, das war Rückwärtsgang. Ah, scheiße, da haben wir jetzt aber... Das nervt mich jetzt. Das kostet uns ja alles richtig schön Kohle. Aber ich glaube, wir brauchen das andere jetzt gerade nicht, wenn wir Glück haben. Ja, doch, muss ich nochmal zurückfahren, das wäre jetzt echt scheiße, aber was soll's. Flup. Zack, kann ich den verklagen, der an mich reingefahren ist? Wäre eigentlich schön. Machen wir gleich hier da hinten erstmal. Hoffen mal, dass es nicht so viel ist. Boah, da brauchst du ja 228 und dann brauchst du ja aber auch nochmal Geld, um die zu befüllen, weil es nützt ja nichts, wenn du einen leeren Automat hinstellst, ne? So, da muss noch repariert werden, das ist schon mal gut, das machen wir. Das kriegen wir hin. Ching, ching, ching. Ching. Zack. 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 Ja, ich nehme immer den langen Weg. Ich merke es selbst, Leute. Kriegst aber nur 10 Dollar, ne? So, auf zum nächsten. Vielleicht finden wir unterwegs noch ein paar Kartons wieder. Vielleicht sind die ja irgendwo hingebackt. Ich weiß nicht. Ich fahre jetzt einfach die Dinger ab hier, wie ich Bock habe. Einfach mal durchfahren. Wisst ihr? Er muss ja auch nicht immer. Muss ja auch nicht immer, ne? So, der war ganz cool hier mit der Ecke, ja. Stopp. Was hat der vom... Oh, der braucht schon was, wie ich sehe. Wasser und... Ah, ich glaube Gummibärchen. Oh, der läuft aber. Nur Wasser und Gummibärchen. Okay. Ist das ein... Ah, warte mal. Nee, ah, nee, das ist ein... Okay. Ah, Wasser und Gummibärchen. Scheiße, was habe ich nicht mehr Gummibärchen? Oh, Mann. Fuck.
Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Wir haben auch eine Flasche Wasser eingebüßt. Ach nee, da müssen wir nochmal hin. Da brauchen wir noch Gummibärchen. Ah, Scheißdreck. Hoppala. So. Na gut. Ärgerlich, aber was soll's. Achso, hoppala. Ja, dann machen wir erstmal die anderen. Hoffen wir, dass das klappt. Das ist jetzt echt scheiße, weil du hast... Jetzt haben wir echt Geld verschenkt, ne? Ne, da kann ich... da wollte ich jetzt durchfahren. Das geht nicht, okay. Madison Times Square. Drifting Iron. Alter, wieder. Da fährt er auch nur quer mit der Kiste, ne? Ja, es ist Bremsen. Aber gut, es ist ja auch kein Fahrsimulator. Es ist ja ein Automaten-Simulator. Aber wie gesagt, ich kenne das nicht, dass du Automaten reparieren musst. Also so Snack-Automaten. Finde ich echt geil. Moin. So, Burger kann nur repariert werden, weil haben wir... Oh, nee, guck mal. Ah, was ist denn das? Was muss da rein? Schokochips. Hä? Ein Burger-Automat? Okay. Wie war's mit Bohnen? Ich hab Bonne. Bonne im Angebot. Oh, das hat aber ordentlich Geld gebracht. Nicht schlecht. Also ordentlich, aber im Verhältnis. Wir lassen gleich aufkommen. Scheiß drauf. So, das war der Schoko-Chip-Automat. Das ist gut. Und dann gibt's noch den Automat mit den... mit den Bohnen. Da haben wir gleich den nächsten. Ah, diese Bremse. Wenn du, wie gesagt, zeitig genug bremst, geht's. Aber wenn du es ein bisschen verpasst, dann... Kacke, der muss noch repariert werden. Das kriegen wir hin. Nice. Na, kurzen Weg. Die wollen mich schon ein bisschen verarschen hier. So. 103. Du musst ja, überleg mal, du musst ja 10 Automaten machen, für, wenn du 10 Dollar für einen Automat kriegst, ne? Bei 20 auch 10 Automaten für einen, den du dir selbst kaufen kannst. Das ist schon... Bin ich vorbeigefahren, ich weiß. Naja, das war der, der nicht ging, genau an der Ecke. Das Blöde ist halt jetzt, jetzt müssen wir... Wir hatten ja schon Gummibärchen. Wir müssen halt jetzt wieder Gummibärchen kaufen, die wir schon hatten. Das ist blöd. Oh, hier liegt noch, guck mal, hier liegt noch was. Vielleicht sind es Gummibärchen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Nee, aber okay, aber es ist eins von dem, was wir verloren hatten. Oh, nice, vielleicht findet man die Gummibärchen noch wieder. Ja, weil du, wie gesagt, das kostet ja alles Geld, ne? Das ist ja das Blöde. Ah, okay, da brauchst du, müssen wir ranfahren. Vielleicht findet man die noch wieder. Das wäre nicht schlecht. Hä? Ich sehe auch keine. Na gut, oh, hier vorne, warte mal. Nee, na gut, okay. Aber wenigstens ein, was haben wir wieder gekriegt. Müssen nicht alles neu kaufen. Der braucht Bohnen und diese Flips-Dinger. Bohnen. Bohnen hat man noch gar nicht. Da. Beans. Beans. So, dann braucht er, glaube ich, das. Habe ich schön geparkt. Nee, das braucht er nicht. Was braucht er noch? Warte mal. Die Cracker. Achso, die... Achso, die gelben Cracker, okay. Und... das hier. Ah, ich muss dann doch mal ein Stück wegfahren, das wird nichts hier. So. Und nochmal die gelben Crackers. Ah, Mann. So. Oh, das war nicht schlecht. 34 Dollar. Na gut, da haben wir aber ordentlich investiert, ne? Muss man auch mal sagen. Ach, jetzt noch die Gummibärchen wieder finden, das wär's. Da hatten wir noch... Das ist ja das Nächste. Wir haben ja nicht mal viel verbraucht davon. Und die hast du ja jetzt komplett eingebüßt. Ne? Du musst die komplette Kiste neu kaufen. Ich meine, was kostet eine Kiste Gummibärchen nochmal? Haben wir eine über 10? In den... Ja, okay. Fahren wir erstmal zu denen. Aber bis jetzt kein Vandalismus mehr, ne? Schön. Schön, schön. Hm, ist vorher klar. Da, jetzt gibt's auch mal Ohrfeigen hier. Machst du dich von dem Automat weg? Meine Herren, ey. So eine Respektlosigkeit gegenüber Technik.
Kann ich nicht gut heißen. Das Maschine muss man noch reparieren und da gibt's. Oh, gab's auch 19 Dollar. Fürs Reparieren. Also ich wollte gerade sagen, da gibt es natürlich nicht so viel, dachte ich, aber okay. So, das haben wir. Dann haben wir hier drüben noch einen. So, ein bisschen rumfahren hier. Ich habe aber noch die Hoffnung, dass wir die Gummibärchen finden. Weil ich glaube, es ist ja auch Abend. Ich müsste eigentlich gleich wieder schlafen. Das heißt, ich kann jetzt nichts mehr Neues kaufen. Och Leute, was ist... Kaum habe ich gesagt, es gibt keinen Vandalismus. Verzieh dich. Alter, die Schreie sind schon... Die kannst du wirklich guten Horrorspiel nehmen, ne? So, na. Also ich hätte ja gern schon mit euch jetzt nochmal ein Automat gekauft, aber so 45 Minuten Aufnahmezeit schon wieder rum hier. Da haben wir nicht mal viel Mist gemacht, ne? Jetzt weiß ich aber nicht mal, welcher war das auf der Ecke. Komm, gib mir meine Gummibärchen. Wo liegt der Karton? Der hat bestimmt der Kunde eingesteckt, der mich reingefahren ist. Die Sau. Vorsicht. Ich habe Vorfahrt. Weil ihr kommt von rechts, deshalb habe ich Vorfahrt. Scheiße, das war wieder der Gummibärchen. Ja. Ja. Noch zwei Stück. Ne, einen haben wir noch. 330 Yards. Nein. Oh, Alter. Aber die haben auch straffe Laternen hier da. Das musst du auch sagen, ne? Also die halten was ab. Da gibt's nichts. Die halten was ab, du. Die halten mehr als jede Hauswand. Hut ab. Wenn du die bei Sankenland hast als Verteidigungsmaßnahme, da hast du aber auch dann gewonnen. Alter Schwede, ey. Ich bin dagegen gefahren. Hä, hab ich den bei uns vor der Haustür vergessen? Okay, krass. So, setzt wieder Schellen jetzt, ha? Sieht aus, der Jeep. Na, halt doch mal an. Ich möchte Sie höflich darauf hinweisen, dass Sie nicht den Auto... Bitte hören Sie auf damit. Ich sagte, Sie sollen... Jetzt ist aber Schluss. Ich hab's aber einen guten Versuch, ihr habt's gemerkt. Gleich noch mit der Tür. K.O. kauen. Alter, die schreit immer noch. Alter. Nee. Nee, ja. Kann man machen. So, da braucht dann aber noch Wasser. Okay, aber Wasser geht. Wasser haben wir. Wasser geht. Das machen wir auch. Be water. So, schön. Ja, jetzt fehlt uns der eine noch. Und dafür fehlen uns Gummibärchen, ne? So, eine Kacke. Aber ich finde das cool, dass du das Auto wieder freibacken kannst. Das finde ich wirklich cool. Gibt es leider viel zu selten. Warte mal, jetzt wollte ich eigentlich mal kurz dahin fahren, genau, zu mir nach Hause. Vorsicht. Wäre auch geil, wenn das wieder hier spawnt. Nee. Was ist denn, Junge, was ist denn? Stand schon, ja, Schlafe steht schon da, okay. Aber ich versuche trotzdem nochmal, ob ich noch was bestellen kann vielleicht. Gummibärchen, dann kann man das nämlich noch abschließen. 23, na gut, das ist halt eine Kiste, ne? Gut, das können wir noch machen, das ist schön. Haben auch Level 3 jetzt. Level 4 gibt es ja dann, glaube ich, was Neues. Das machen wir noch, die Gummibärchen. Mensch, was ist denn nur los mit den Leuten? Ja, aber das ist ja ein bisschen an der Seite. So, einwandfrei läuft. So. Ja, jetzt haben wir 230. Na gut, könnten wir uns wahrscheinlich einkaufen. Würde ja schon gern noch machen, ne? Pass auf, jetzt finden wir die Gummibärchen wieder. Aber das war nicht so schlimm, dann nehmen wir es mit und legen es in das Haus rein. Das ist einfach nur mega gut. Drift King, Baby. Ja, können sie sich aber bei Tokyo Drift Fast and Furious noch eine Scheibe abschneiden von mir, ne? Das musst du ja mal sagen. Gut, die sind jetzt nicht gegen die Hauswand gefahren. Haben keine Menschen überfahren, aber ansonsten kann ich anfangen beim guten Han. So, Gummibärchen kommt sofort. Kann man den auch wieder in Betrieb nehmen. Zack. Dann machen wir 18 Dollar. Sehr schön. Ist aber auch, also jetzt mal ehrlich, wenn du jetzt, also wenn du jetzt noch mehr Automaten gäbe, dann bleibt doch fast nichts anderes übrig, weil wenn du nicht die Artikel aus dem Korb, oder beziehungsweise aus dem Karton nehmen kannst, ja, du kannst, also noch mehr Kartons könnte ich jetzt nicht mitnehmen, ne?
Weil das siehst du ja auch irgendwann nicht mehr durch. Das ist es ja, ne? FedEx, moin. Feierabend schon. Guck mal, ich arbeite länger als FedEx. Krass. Oh. Na. Ich möchte eigentlich jetzt nicht nochmal einen Unfall bauen. Mein Auto fest leer backen müssen, weil. Oder frei backen. Weil ja, wie gesagt, dann büße ich auch mal Artikel ein. Aber so auch offensichtlich kannst du schlafen, aber musst du wahrscheinlich nicht, so wie es aussieht. So. Ach, anstrengender Arbeitstag. Hast du immer viel zu tun als Automatenreparateur. So, jetzt will ich aber Automat kaufen. Los geht's. Stufe 5 erst, okay. Nein, da fehlen mir noch 2 Dollar. Das ist doch nicht dein Ernst. So ein Kack. Jetzt muss ich schlafen. So, thank you for playing the demo. Ach, das ist schade. Da habe ich es verkackt. Da kam ich nicht mal zum Automat kaufen. Ich hätte vielleicht nicht schlafen gehen sollen, sondern versuchen sollen, ob ich. Aber du kannst doch nur pro Tag so und so viel Aufträge abarbeiten. November 2024 kommt das gute Stück raus. Ja, leider konnte man kein Automat aufstellen, aber ich sag mal, man sieht ja, um was es geht, ne? Ihr habt halt die Automaten, die ihr reparieren müsst. Könnt dann euren eigenen noch hinzufügen und könnt auch den dann quasi bestücken, reparieren und so weiter, ne? Und dann könnt ihr selbst Automaten aufstellen in der Stadt und dadurch Geld generieren und nebenbei die Aufgaben lösen. Finde ich an sich ganz cool. Wirkt aber ein bisschen. Ja, also für den Let's Demo oder für die Demo ist es super cool gewesen. Hat Spaß gemacht wie Sau. Ich glaube, als Vollzeitspiel ein bisschen wenig. Ich weiß nicht, was noch dazu kommt. Ganz klar, da stand ja auch Coming Soon und so weiter. Ne? Gibt es vielleicht noch mehr Möglichkeiten. Aber wenn du jetzt wirklich nur 4, 5 Standorte hast oder 6 Standorte, stellst deine Automaten hin und musst dich einfach immer nur kümmern, dass die voll sind und dass keiner randaliert, weiß ich nicht, inwiefern das dann auf Dauer langweilig wird. Ne? Weil du kannst ja auch mit dem Geld nichts machen, außer neue Automaten kaufen. Und irgendwann hast du ja alle Standorte gekauft und dann, ja, Ende. Da darf man mal gespannt sein, was da noch kommt. Aber ansonsten ist es ein ganz cooles Spiel. Es macht, was es soll. Es ist ein Automatenreparateur. Und Bestückungssimulator, wenn du so willst. Und ja, Vending Machine eben, ne? Und ja, das läuft, das Ding. Kriegt von mir eine solide 7 von 10. Weil einfach nur 7, weil, wie gesagt, ist mir noch ein bisschen zu wenig Content. Und aber ansonsten, die Demo läuft. Es macht Spaß, es funktioniert. Du kannst das Auto freipacken oder wieder frei machen von dem Bug. Finde ich sehr gut. Ja, und an sich ist es ein lustiges Ding so für zwischendurch, ne? Das ist cool gemacht, auch mit den Automat verkloppen und du klatschst die weg und so. Also, finde ich ganz nett. Also macht Spaß auf jeden Fall. Könnt ihr euch mal runterladen. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst mal ein paar Snacks da. Bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.